Hola, hola, terrícolas y bienvenidos. Traigan un bocadillo, tomen asiento y pónganse cómodos porque esto empieza ya. En la noche de hoy vamos a continuar con las clases de alemán. Vamos a seguir estudiando el curso en Duolingo. Ya saben cuáles son las dos metas diarias: alcanzar los puntos suficientes para completar o para mantener la racha de días estudiando o aprendiendo, y al menos 50 puntos de experiencia para completar la meta diaria como de avance en la liga. Así que, sin más preámbulos, vamos a revisar cómo están nuestras lecciones el día de hoy. No hay ninguna que esté fragmentada, lo cual es bastante bueno. Y empecemos con ropa, con clothing. A ver si la podemos dejar de una vez en nivel 5. Repasemos brevemente los tips: to have and to hold. The verb haben follows the ending pattern we've seen before, but keep in mind that be disappears in the do and the ercs forms. So ich habe, wir haben, du hast, ihr habt, ercs hat. Okay. And an umlaut on top. Some verbs change an a to an ö in the do and ercs forms, like trage. Ich trage, du trägst, trägt, tragst, trägt. Okay. Just a second. A simple German sentence. The verb is the second chunk of the sentence. As you learn more, you'll see other sentence parts moving around, but the verb will stay put. Das Machen trägt einen Hut. Frauen und Männer haben Schmuck. Schmuck ist Rogeria. Okay. To remember this, you can make the letter V for verb with your fingers, and you'll also be holding up the number 2. Okay, let's start the lesson. But first, let me turn off the music. Now, speak this sentence and wait because there is no volume. Die Ringe sind rund. That's much better. Die Ringe sind rund. Die Ringe sind rund. That's good. Der Ring ist schön. Translate this sentence. Der Ring ist schön. Der Ring ist schön. Ring, ring, ring. Un anillo. Okay. Der Ring ist pretty beautiful. Let's say pretty. Schön. No, it's not there. So I want to avoid a mistake. Let's say nice. Der Ring ist schön. That's good. Passt das Kleid? Speak this sentence. Passt das Kleid? Passt. Passt. Does the dress fit? Passt das Kleid? Passt das Kleid? Very good. Hast du Kosmetik? Translate this sentence. Hast du Kosmetik? Do you have cosmetics? Kosmetik. 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 Hast. Hast. Hast du Kosmetik? Hast du Kosmetik? Hast du Kosmetik? Very good. Ist das ein Knopf? Speak this sentence. Ist das ein K
Ist das ein Knopf? Knopf. Okay, a button or a knob. Ist das ein Knopf? Knopf. Knopf. Ist das ein Knopf? Knopf. Knopf. Ist das ein Knopf? Nicely done. Let's continue. Five in a row, okay. Der Knopf ist rund. Translate this sentence. Der Knopf ist rund. Der Knopf ist rund. Der Knopf ist rund. Very Die good. Tasche ist fertig. Type what you hear. Die Tasche ist fertig. Die Tasche ist fertig. Die Tasche ist fertig. So. Die Tasche ist fertig. Die Tasche ist fertig. Die Tasche ist fertig. Die Tasche ist fertig. What does Tasche means? Tasche, Tasche. Creo que significa como camiseta. T-shirt. Die Tasche ist fertig. Oh no, totally wrong. The bag. Bag is done. Die Tasche. Okay, die Tasche ist fertig. Die Kuh hat Flecken. Translate this sentence. Die Kuh hat Flecken. Was ist Flecken? Flecken. Spots, okay. Flecken. Die Kuh hat Flecken. Die Kuh hat Flecken. Very good. Frauen und Männer tragen Schmuck. Type what you hear. Frauen und Männer tragen Schmuck. Frauen und Männer tragen Schmuck. Schmuck, okay. Frau und Männer tragen Schmuck. Ist das der Schmuck? Frauen und Männer tragen Schmuck. Schmuck. I'm not sure. So, let's go to the dictionary. And I forgot I had this. Schmuck. Maskulin, Genitiv. Schmuck. Ich glaube, es ist korrekt. Ich glaube, es ist korrekt. So. Let's check. Oh no, that was wrong. Let me check my mistakes. So, Frauen, I cannot see what I, oh, okay. Männer tragen Schmuck. It was an issue with the keyboard. Sometimes it's not so easy to manipulate. But let me continue now. So translate this sentence. The button. They are not. Ich glaube es der. So der Knopf. Der Knopf. Just to be sure. Let me check with the dictionary. Knopf is masculine.
Effectively, it is der Knopf. Nicely done. Das Kleid passt. Type what you hear. Das Kleid passt. Das Kleid passt. Das Kleid passt. Excellent. Next. Translate this sentence. The shoe do not fit. The shoes do not fit. So, the Schuhe. Oh, sorry. Die Schuhe passt nicht. Am I right? Let me check. Shoes. Schuhe. That's okay. Die Schuhe passt nicht. Oh, passen. Of course, it was plural. Telling me. Okay. I have to be a little bit more focused. Translate this sentence. The rings are round. So, die Ringe. Oh, god damn keyboard. Die Ringe sind rund. Am I right? Ringe. Die Ringe sind rund. Is that correct? Yes. That's amazing. Now, translate this sentence. The bag. It was Tasche. Die Tasche. Ich glaube, es ist die Tasche. Die Tasche. There it is. It does not help. So let me check quickly. My trusty Tasche. My trusty dictionary. Die Tasche is feminine, so effectively it is die. Die Tasche. Correct. Very good. Now translate this sentence. It is jewelry. Es ist Schmuck. Very good. Next, translate this sentence. The cosmetics are perfect. So that would be the cosmetic. Sind should be, but I'm not sure if cosmetic in German is plural or feminine. Let me just write this. Perfect. Die Kosmetik sind perfekt. Perfect is okay. Now, cosmetics ist. Look. In English, it is plural. Cosmetics. But auf Deutsch, das ist singular. Cosmetic. So, back to the trusty dictionary. Cosmetic. It is feminine. So, die Kosmetik ist. Perfect. Excellent job. Okay, next one. Translate this sentence. Does the skirt have a stain? It must be hat
Der Rock. Ein Freckel, Freckel, Freckel. Oh, I'm not sure. Fleck, not Freck. So let me fix this. Fleck. Yeah, singular. So, hat der Rock ein Fleck? Hat das gut? Skirt is there. So, oh, but this is accusative, not nominative. So, it must be dem Rock. Hat der Rock oder ein oder dem Rock? I'm not sure. I'm not totally sure, but let me guess this time. It is there. Hat der Rock ein Fleck? Oh. Hat der Rock einen Fleck? That was my mistake. Einen Fleck. Frauen und Männer tragen Schmuck. And I have only... Sorry, I forgot to pass to the mobile app display. And look, I only have 2 hearts now. So I cannot make any mistake. Type what you hear. Frauen und Männer tragen Schmuck. One more time. Frauen und Männer tragen Schmuck. Frauen und Männer tragen Schmuck. Frauen und Männer tragen Schmuck. And that's very good. Next one. Translate this sentence. The shoes do not fit. So, die Schuhe passen nicht. Am I right? Schuhe, yeah. Passen, since it's plural. So, that's excellent. And finally, translate this sentence. Does the skirt have a stain? So we had this right. Hat der Rock einen Fleck? And that's a good job. Great, lesson complete. Now, first daily goal achieved. We are now 11 days in a row. So our streak is now at 11. Let's continue. 251, we're 13. Okay, we need more points. Many more points. I'm wondering now that probably this new league, this golden league, requires far more work than I have currently done previously. So maybe for the next week we'll have to extend a little bit our studying lessons from 30 minutes to a little bit more. About an hour? Not sure. Okay, lesson 3 out of 4. Let's do it one more time. And yep, hopefully we will level up. Yeah, of course I will. I do need as many hertz as I can have. So let's watch this ad and earn that extra heart. Next. Yeah,
That's three now. Let's continue. Does the skirt have a stain? And we have done this before. Hat der Rock einen Fleck? And that's correct. Let me turn up the volume one more time. Frauen Next. Und Männer tragen Schmuck. Type what you hear. Frauen und Männer tragen Schmuck. Frauen und Männer tragen Schmuck. Yep. One more time. Frauen und Männer tragen Schmuck. Oh, with U. Schmuck. Frauen und Männer tragen Schmuck. That's correct. Next one. Translate this sentence. The shoes do not fit. One more time. The Schuhe passen nicht. Die Schuhe passen nicht. Very good. Let's keep it up. Er trägt einen Mantel. Translate this sentence. Er trägt einen Mantel. Er trägt einen Mantel. So that means er trägt einen Mantel. Er trägt einen Mantel. Very good. Das Kleid ist fertig. Let's continue. Type what you hear. Das Kleid ist fertig. Das Kleid Das Kleid ist fertig. Das Kleid ist fertig. Das Kleid ist fertig. Okay. So, das Kleid ist fertig. Das Kleid ist fertig. Das Kleid ist fertig. Very good. Die Hose hat einen Fleck. Translate this sentence. Die Hose hat einen Fleck. And Hose means plural for hat. So, the hat, die Hose have a spot, stain, better. Fleck. Stain. Die Hose hat einen Fleck. Oh. Hüte. Hüte. Sombreros is Hüte. Hat, it's Hüte. No, Hose. Oh. I was overconfident. And that was my mistake. Das Kleid passt. Next. Type what you hear. Das Kleid passt. Das Kleid passt. Das Kleid passt. Okay. Das Kleid passt. Okay, nicely done. Hast du den Mantel? Hast du den Mantel? Translate this sentence. Hast du den Mantel? Hast du den Mantel? Hast du den Mantel? Very good. Passt das Kleid? Type what you hear. Passt das Kleid? Passt das Kleid? Passt das Kleid? Very good. Let's continue. Translate this sentence. I am wearing a dress and you are wearing a skirt. Auf Deutsch sagen wir, ich trage das so ein Kleid und du
trägst. Der Rock so einen Rock. Am I right? Let me check. Trage und trägst for second person. Trägst, that's okay. Ein oder einen. Ich glaube, es ist einen. I'm kind of nervous. I don't want to waste any heart. But ich trage ein Kleid und du trägst einen Rock. Let's cross our fingers. Yeah, that's correct. Very good. Excellent. Next one. Translate this sentence. The pants are not big. So that is translated to German as die Hose. Is singular, so ist. I'm not sure. Let's go for one moment to my trusty dictionary. So, Hose, substantive feminine, die Hose. So that's all right. Die Hose, that's feminine. In singular, so it is effectively ist. Let's go back to the app. And die Hose ist nicht groß. Die Hose ist nicht groß. Yeah, amazing. Die Hose hat einen Fleck. This one was my mistake. So die Hose is not the hat. The pants. Die Hose hat einen Fleck. Yeah, very good. That's lesson complete. That means 23 additional XPs. And look, we have reached level 5. In the wearing our clothes lesson. You found an XP boost. Congrats on completing level 4. Double XP in lessons for the next 15 minutes. Let's earn another reward. We are fighting a war. Just by watching an ad. Alright, let's continue with our lessons. Start your master quiz. No, thank you. Be careful with your 11-day streak. Restock your streak freeze to keep your streak safe. You have 0 of 2 equipped. No, I'd rather have those gems for spending on something else. Okay, look, all our unit 2 is now gold at level 5, so that's great. Unit 1 is at a quite good level, not entirely legendary, but it's a good level. And now let's continue with unit 3. So, possessive pronouns or nominal pronouns. We have also negatives, adverbs, places 1, stuff. You're ready for stories. Earn XP with quick conversational stories. I think I'll leave the stories for next week. Accusative pronouns and house. Look, house is has been already started, but it's not even at level 1, so let's do this.
Let's check our tips. Remember the gender. Although the gender of nouns may seem random, some are predictable. So here are some rules for the gender. Almost all nouns that end with ung or ung are feminine. Plus, most nouns ending with an e are feminine. Der Junge ist an exception. Die Kleidung, die Zeitung, die Wohnung. Die Decke, die Küche, die Steckdose? What's that? Die Steckdose. Die Steckdose. That's the outlet, okay. Look. Die Decke. Die Decke means the ceiling. Die Decke. Die Küche, that's kitchen. Die Küche. Die Decke, die Küche. Küche. Die Küche. Küche. Die Küche. Die Steckdose. Now, sie hat rote Kleidung. Sie has red clothing. Verbs. Some verbs have letters like D or N in the main part, which can make them hard to pronounce when you add on verb endings. To solve this problem, there's an added E. For example, öffnen. So, ich öffne, ich finde. Oder du öffnest, du findest. Er, sie, es öffnet, findet. Wir öffnen, wir finden. Ihr öffnet oder findet. Und sie, Plural. Sie öffnen und finden. Now, power. If you're traveling, make sure you have adapters for your Ladegerät. 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 So you don't miss your Duolingo lessons. In much of Europe, the Steckdosen. Steckdosen. Steckdosen are shaped with two circular pegs. Ich brauche ein Ladegerät und eine Steckdose. Ich brauche ein Ladegerät und eine Steckdose. Ich brauche ein Ladegerät und eine Steckdose. Be prepared for a change in voltage as well. Outlets in Europe have 220 volts, which is bad for any gadget that heats up, such as a blow dryer or iron. But gadgets leveled as 12 volts should work just fine. Okay, let's start this lesson. Which of these is the table? Das Fenster? Das Fenster. Nein. Das Sofa? Das Sofa. Nein. Der Stuhl? Der Stuhl. Nein. Der Tisch. That's correct. Der Tisch. Next, which of these is the chair? Der Schlüssel. Der Schlüssel. That's not. Das Sofa. Das Sofa. It's not either. The Stuhl. Der Stuhl. That's correct. Dein Tisch ist groß. Now translate this sentence. Dein Tisch ist groß. Dein Tisch ist groß. Dein Tisch ist groß. Dein Tisch ist groß. So, dein dein Tisch ist groß. That's correct. Which of these is the sofa? So obviously it's not der Stuhl. Der Stuhl. Nor der Tisch. Der Tisch. And die Wand is not either. Die Wand. Die Wand. I'm guessing that means the wall, because of the drawing. But my correct answer is das Sofa. Das Sofa. Now, great job. Jedes Restaurant hat Stühle. Next, translate this sentence. Jedes Restaurant hat Stühle. Jedes Restaurant hat Stühle. That means jedes Restaurant has
Stühle. 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 For plural. That's correct. Next one. Wir brauchen einen Schrank. Translate this sentence. Wir brauchen einen Schrank. Schrank. That could mean we need a cupboard. But let's review. Schrank. Schrank. Effectively, it means cupboard or a closet. Wir brauchen einen Schrank. Schrank. Wir brauchen einen Schrank. Wir brauchen einen Schrank. Der Schrank. Der Schrank. Der Schrank. Okay. Euer Wohnzimmer ist klein. Let's continue. Translate this sentence. Euer Wohnzimmer ist klein. That means your living room is small. Wohnzimmer. 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 Euer Wohnzimmer. Euer Wohnzimmer ist klein. Euer Wohnzimmer ist klein. Great job. Wir haben keine Möbel. Translate this sentence. Wir haben keine Möbel. Wir haben keine Möbel. Keine Möbel. Möbel. Furniture. Okay. So, wir haben keine Möbel. Wir haben keine Möbel. That's awesome. Das Sofa. Translate this sentence. Das Sofa. Das Sofa. Das Sofa. That's correct. Next. How do you say living room? It's not Küche, nor Tische. It is Wohnzimmer. 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 One Wohnzimmer. More time. Wohnzimmer. 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 That's amazing. 10 in a row. That's great. Next. Tap the matching pairs. So, Zeug. I'm not sure what it means. But let's deduce it. Groß. Groß. Means big. Tisch. Tisch. Means table. Schwach. Schwach. Means weak. Warm. Warm. Means warm. So, Zeug. Zeug. Means stuff. Zeug. Viele Zeug. How do you say cupboards? Schranke. Schränke. 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 Okay. Next, tap the matching pairs. So, immer. Immer. Means always. Frisch. Frisch. Means fresh. Hallo. Hallo. Means hello. Buch. Buch. Means book. Und Sofas. Sofas. Sofas means sofas. That's excellent. Der Schrank ist teuer. Tap what you hear. Der Schrank ist teuer. Der Schrank ist teuer. Der Schrank ist teuer. That means expensive. Am I right? Yeah, effectively. The cupboard is expensive. Oder der Schrank ist teuer. Habt ihr Möbel? Next, speak this sentence. Habt ihr Möbel? Habt ihr Möbel? Habt ihr Möbel? Habt ihr Möbel? That's correct. Next, translate this sentence. Do you have furniture? So that's... Auf Deutsch sagen wir, hast du Möbel. Hast du Möbel. Very good. And finally, translate this sentence. Your living room is small. That means... Euer Wohnzimmer ist klein.
Your living room is small. Euer Wohnzimmer ist klein. Yep. Perfect. That's great. Great result. Lesson XP 20 plus 10 for bonus. We have earned 10 gems and let's earn more. Estamos librando una guerra 30 años en el futuro. Tengo que salvar al mundo para salvar a mi hija. Great, another 5 gems. 5 gems. Next, challenge updated. We are halfway to the July challenge. Ah, that's great. Very good. Now, look. Let me try. Now let's continue with this one until we reach the level 1. Yeah, I could use one heart. Very long this app. Finally, go away and let's begin. Which of these is the lamp? It's not das Bett. Das Bett. Nor die Lampe. Die Lampe. Nor die Schulz, die Sch, die Schlüssel. Der Schlüssel. Der Schlüssel ist das Licht. Das Licht. Oh, pff. So idiot. Ah. Oh no. Again. Now the light is das Licht. Das Licht. That's the right one. Nice, you've learned 10 new words today. Okay. That's das Licht. Why those words were colored in violet are new words for me. Okay, next, translate this sentence. Das Licht. Das Licht. Das Licht, correct. Which of these is the bed? Now, it's not das Licht. Das Licht. Nor die Lampe. Die Lampe. Nor die Küche. Die Küche. Die Küche is the right Bett. One is das Bett. Das Bett. Ich brauche eine Steckdose. Translate this sentence. Ich brauche eine Steckdose. Ich brauche eine Steckdose. So, ich brauche eine Steckdose. Ich brauche eine Steckdose. Yep. Nicely done. How do you say power outlet? Steckdose. 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 That's correct. 5 in a row, okay. Das Schlafzimmer ist schön. Next one. Translate this sentence. Das Schlafzimmer ist schön. Schlaf. I believe it comes from the verb schlafen, which means sleeping. So, Schlafzimmer means bedroom or, I mean, the room where you go to sleep. So again, das Schlafzimmer ist schön. Das Schlafzimmer ist schön. Das Schlafzimmer. Das Schlafzimmer ist schön. Das Schlafzimmer ist schön. Awesome. Nicht die Lampe. Translate this sentence. Nicht die Lampe. Nicht die Lampe. Is that a verb? Nicht. No, it's a denial.
nicht die Lampe. That sounds weird. Nicht die Lampe. Nicht die Lampe. Okay, nicely done. How do you say bedroom? Again, das Schlafzimmer. Schlafzimmer. Very good. Ich brauche ein Ladegerät. Translate this sentence. Ich brauche ein Ladegerät. Ladegerät. Ich brauche ein Ladegerät. Ich brauche ein Ladegerät. Ich brauche ein Ladegerät. Ladegerät. Das ist ein Teppich. Now translate this sentence. Das ist ein Teppich. Das ist ein Teppich. Give me a moment, because I think something might be happening with the stream. Oh no, it's working. The issue is with my laptop, not with the stream. Okay, back to it. Translate this sentence. Das ist ein Teppich. Das ist ein Teppich. So, das ist ein Teppich. Das ist ein Teppich. Am I right? Awesome. 10 in a row. That's great. Er hat ein Bett. Now, speak this sentence. Let's listen to it one more time. Er hat ein Bett. Er hat ein Bett. Er hat ein Bett, which means he has a bed. Er hat ein Bett. Er hat ein Bett. Very good. Next, tap the matching pairs. So, Teppich. Teppich. Means carpet. Viel. Viel. Means much. Kurz. Kurz. Means short. Hallo. Hallo. Means hello. Und frei. Frei. Means free. Amazing. Ich habe das Bett. Next, translate this sentence. Ich habe das Bett. So, ich habe das Bett. Ich habe das Bett. Ja, ich habe das Bett. Awesome. Next, tap the matching pairs. Schön. That's not schön. But I'm not sure. Let's begin from richtig. 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 So, richtig means correct. Schwach. Schwach. Means weak. Lichter. Lichter. Means plural. Light. That's correct. So, tief means schön. Tief. Tief. Sorry. Tief means deep. Und schon. Schon. That's already. Oh, that's why it has no umlaut. Schon. I mean, schön with umlaut, or the 2 points above the O, means pretty. But schön ohne umlaut means already. Good job. Haben wir genug Ladegeräte? Next. Tap what you hear. Haben wir genug Ladegeräte? Haben wir genug Ladegeräte? So, haben wir genug Ladegeräte? Haben wir genug Ladegeräte? Haben wir genug Ladegeräte? That's correct. And it means, do we have enough charges? Genug, genug, genug. Okay. Das ist unser Schlafzimmer. Next, speak this sentence. Das ist unser Schlafzimmer. Das ist unser Schlafzimmer. Das ist unser Schlafzimmer. Das ist unser Schlafzimmer. Okay. My pronunciation could be improved, but now... Die Lampe. Back to my mistake. The lamp is die Lampe. No? Not das Licht. Nice.
It was almost perfect. But well. Lesson XP 10 and a combo bonus 5. Let's continue. We have now moved to the 12th position. Just moved to one. We're living in a world of information overload. We have the entirety of the world's knowledge in the palm of our hand, but we're overwhelmed with choice. That's why we created Uptime, a new learning app that saves you time by giving you the knowledge you need to succeed fast. We carefully distill the essence of the world's best books, courses, and documentaries in snack-sized 5-minute summaries that we call knowledge hacks. Our team curates only the hottest titles from today's New York Times bestsellers to award-winning courses and documentaries. Our mission is to inspire anyone to learn and thrive in our fast-changing world, giving you the tools you need to expand your mind and reclaim your time. Great, and let's do it one more time, shall we? So we can move it finally to the level 1. Let's review this, the exercise you missed. Okay, which of these is the lamp? We already know is the lampe. Continue. Thank you. Ich brauche eine Steckdose. Speak this sentence. Ich brauche eine Steckdose. Ich brauche eine Steckdose. That's very good. Sie öffnen die Bücher. Next, translate this sentence. Sie öffnen die Bücher. Sie öffnen die Bücher. So, Sie öffnen die Bücher. 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 Bücher. Pronunciation. Manche okay. Schlüssel sind groß. Speak this sentence. Manche Schlüssel sind groß. Manche Schlüssel. Schlüssel. Manche Schlüssel sind groß. And if I remember correctly, that means some key rings are big. So, manche Schlüssel sind groß. Manche Schlüssel sind groß. Yeah, that's great. Well, key rings or keys, simply. Okay, next. Haben wir genug Ladegeräte? Translate this sentence. Haben wir genug Ladegeräte? So, haben wir genug Ladegeräte? Haben wir genug Ladegeräte? Haben wir genug Ladegeräte? Ja, nice. Möbel mag er nicht. Next, tap what you hear. Möbel mag er nicht. Möbel mag er nicht. Möbel mag er nicht. Möbel mag er nicht. He doesn't like furniture. That's correct. Er mag die Treppe nicht. Next, translate his sentence. Er mag die Treppe nicht. Treppe. I don't remember that word. What does Treppe. It mean? Okay, stairs. Stairs or stairway? Stairs, okay, so er mag die Treppe nicht. Er mag. Er mag die Treppe nicht. Er mag die Treppe nicht. Er mag die Treppe nicht. Ja, awesome! Sie Great. Haben Schlüssel. Next, tap what you hear. Sie haben Schlüssel. Sie haben Schlüssel. Sie haben. Haben. Oh. Haben. Sie haben Schlüssel. Sie haben Schlüssel. Die Dächer sind alt. Next, translate this sentence. Die Dächer sind alt. Die Dächer. Was ist das? Dächer. Roofs. Dächer.
So, die Dächer sind alt. Die Dächer sind alt. Die Dächer sind alt. Dies sind Schlüssel. Next, tap what you hear. Dies sind Schlüssel. Dies sind Schlüssel. I'm guessing it means these are keys. These. These, okay. I think I get it. These sind Schlüssel. Yep, these are keys, okay. Meine Frau mag den Teppich nicht. Next, tap what you hear. Meine Frau mag den Teppich nicht. Meine Frau mag den Teppich nicht. Meine Frau mag den Teppich nicht. Yeah, that's correct. Meine Frau mag den Teppich nicht. Yeah, very good. And we did it. Lesson complete. And we have received 25 additional XPs. We have reached the level 1 for the Household 1 learning lesson. Another XP boost. Okay, but I don't think I'm gonna use it. Oh, it's almost time for me to go. But it has been a very good learning night, isn't it? Okay, continue. And we have moved now to 11th position. Okay, I feel tempted to keep playing. Let me check just for one moment. We are at 105 XP just today, and promotion zone requires many more points that I could earn in just one or two lessons. No, I think I'll stop here today. I'll leave it here. It's not a bad position, but certainly, like I said earlier, I might need to evaluate if the next sessions deserve a little bit more of time. If I want to be promoted to the next league. I'm not sure, not quite yet. But look, this is a good path for now. We are closer now to the checkpoint 3. I don't know what that is, but okay. And we have unlocked the conjunctive. Let me check what that is. Conjunctions. Okay, I'm not studying it now. And people one. They are now free to be studied. And well, I must say it's been a wonderful night. I've made some mistakes, some honest mistakes, because there were some things that I could not remember, or I honestly did not know, and a few mistakes that was just stupidity from me. But anyway, that's life. So you can't win always, but as long as we keep learning, I say that's a plus. And that's it for tonight. I want to thank you, all of you guys, for tuning in, for watching this stream and its replay.
Yeah, that's it. I hope you all have very fun farewell and see you next time. Bye.